Jo Leute, Sam hier, willkommen zu einer neuen Folge Sam in the Box und heute haben wir ein klassisches Unboxing und zwar von Google Home, dem Smart Speaker von Google, heute rausgekommen, 8.8.2017. Ich bin ja immer eigentlich skeptisch, was so diese Smart Speaker angeht, ob die wirklich sinnvoll sind, ob das was bringt, aber beim Google, das Design sah so toll aus, habe ich mir gedacht, okay, holst du das mal. Deswegen mache ich ein Unboxing-Video. In einigen Wochen werde ich auch natürlich mein Review raushauen und euch erklären, ob sich überhaupt ein Kauf wirklich richtig lohnt oder ob das einfach nur Spielerei ist. Das sieht für mich wirklich stylisch aus, habe ich geholt und wie man direkt hier erkennen kann, an den Seiten haben wir auch einige Beschreibungen, was man machen kann. Und zwar direkt hier, okay Google, spiel mir Musik von Spotify ab. Oder hier Timer für Spaghetti auf 10 Minuten. Ganz, ganz wichtig für mich. Ich kann nämlich nicht mal Nudeln kochen. Ganz wichtig. Dann haben wir hier auf der anderen Seite einige andere Software technisch, was man halt damit verbinden kann. Wie gesagt, Spotify kann man gut verbinden. Netflix oder YouTube oder Philips Hue Lampen. Natürlich mit Chromecast geht es auch. Finde ich super praktisch. Man hat noch die Funktion, dass man so eine Multi-Room-Wiedergabe für Musik machen kann. Das finde ich sehr, sehr gut. Und natürlich haben wir 5 GHz WLAN, damit alles schnell ist und super funktioniert. Und hier steht auch Far-Field-Spracherkennung. Das heißt wahrscheinlich, wenn ich, weiß ich nicht, 2 Zimmer weiter schreie, okay Google, dann hört mich das Gerät. Das wäre ja natürlich super toll. Und ja, ob das wirklich so sinnvoll ist, das sehen wir dann im Review. Aber ich packe das Ding einfach mal jetzt aus. Für mich ist ja auch wichtig, dass es ein bisschen stylisch ist und in die Bude passt, weil die Freundin muss ja auch zufriedengestellt werden. Und bei so Technik-Sachen kennt ihr ja, da kommen Mann und Frau immer so in Konflikt. Aber ich glaube, das Ding kann einiges. So, die Verpackung geht wirklich super easy. Zack. Ja, rechteckig alles und mit einer Lasche vorne. Und wir lassen uns jetzt mal überraschen, was da drin ist. Tada! Ja, und wie ihr sehen könnt, dieses Ding ist super klein und super handlich irgendwie und sieht wirklich schick aus, meiner Meinung nach. Hinten haben wir noch einen Knopf für hier Mikrofon ausstellen, damit NSA nicht die ganze Zeit zuhört. Ja, und dieser untere Teil, das kann man abbauen, wie ihr sehen könnt. Und zwar, wenn ihr wollt, könnt ihr in verschiedenen Farben holen, damit es nochmal stylischer ist. Und es ist magnetisch. Das finde ich auch praktisch und sehr gut. Ja, so ein kleines Ding ist das. Und man soll das auch nur als Musikbox benutzen können. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja ständig kommunizieren mit okay Google, die ganze Zeit reden und alles rausfinden, was die Welt zu bieten hat. Und dann wollte ich euch nochmal hier zeigen. Unten haben wir noch den Stromanschluss und ein USB-Anschluss. Allerdings weiß ich hier jetzt im Moment nicht, wofür man das braucht. Das finde ich aber noch raus. Ja, was wir noch in der Verpackung haben. Los geht's steht hier. Okay, hier so Karten. Finde ich super stylisch, aber ihr wisst ja, wie was ich davon halte. Ich halte von Anleitungen nichts, braucht kein Mensch. Und natürlich Stromkabel. In einem Grauton, ist schon interessant, passt zu dem unteren Teil. Wie gesagt, ich finde es super witzig, was ich halt so ein bisschen schade finde, dass es nicht kabellos sein kann, dass man das irgendwie nicht rumschleppen kann. Das finde ich ein bisschen schade, aber sonst ist ja alles gut. Ich werde das, wie gesagt, ausprobieren, schön ordentlich, alles rauskriegen. Vielleicht werde ich auch schlauer, weil ich Google die ganze Zeit fragen kann. Und ja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr solche Smart Speaker findet und ob ihr euch das von Google holen würdet. Wie gesagt, heute rausgekommen, 8.8.2017, für 150 Euro. Bei Amazon könnt ihr das nicht kaufen, sondern ihr müsst natürlich bei Saturn, Mediamarkt und Konrad und was weiß ich wo bestellen. Ich finde es super, ich werde mich damit austoben. Wie gesagt, lasst Kommentare da, lasst ein Abo da, lasst schöne Grüße da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüsschen!